بسم الله الرحمن الرحيم. Darf man Cannabis konsumieren, wenn der Arzt das verschrieben hat? Hier gibt es zwei Regeln. Und die Fuqaha, die Rechtsgelehrten, haben eine große Regel, liebe Geschwister, dass die Notwendigkeit das Verbotene erlaubt macht. Dass die Notwendigkeit das Verbotene erlaubt macht. Was bedeutet das? Es gibt Sachen, die sind normalerweise verboten. Wenn aber eine Notwendigkeit besteht, dann könnten diese Sachen erlaubt werden. Unter welchen Umständen? Unter zwei Umständen. Einmal, dass dieses wirklich eine Notwendigkeit ist. Und zweitens, es gibt keine Ersatzpräparate. Es gibt keine Ersatzmöglichkeiten. Wenn dieses der Fall ist und dass man wirklich danach etwas bewirken kann mit dieser Cannabis, sondern was nützt es, dass er Haram bekommt, aber es ändert sich nichts an seinem Zustand. In diesem Fall erlauben das die Gelehrten, aber diese Bedingungen. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Sprich, mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Tod gehören Allah.